Ich habe immer dieses leise Problem, dass ich halt irgendwie jetzt niemanden habe, der dann seine Gitarre stimmt, wenn ich nichts mache oder irgendein Basslauf anfängt oder sowas. Es ist immer still, wenn ich nichts sage. Das hört sich dann so an. Es ist manchmal ein bisschen einsam. Also ich habe ja auch mal in Bands gespielt, ich vermisse das so ein bisschen, aber irgendwie ist es auch schön, wenn man alleine hier sitzt. Man kann alleine losdüsen. Aber manchmal denke ich mir schon so, ja, die Mechanismen als Band haben schon ihre Vorteile. Zum Beispiel, dass man ja quasi ohne Aufwärmen auf die Bühne kommt, wenn man so alleine hier Sachen vorliest. Und halt niemanden hat, der da vorher spielt. Ich habe Rammstein gefragt, sie hatten keinen Bock. Und ich weiß ja nicht, wie oft ihr auf Konzerte geht und wie ihr auf Konzerte geht. Es gibt ja so die Fraktionen, die ist von Anfang an da und dann gibt es die Leute, die dann immer schön abwarten, bis die Hauptband spielt. Und das finde ich gemein. Und dagegen habe ich ein Pamphlet geschrieben, es heißt Hail to the Vorband. So gut war der nur auch nicht. Aber nur Spaß, das ist schön. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was Olaf 52 antreibt, wenn er einmal die Woche nach getaner Schwerstarbeit im Verwaltungsbüro des Grünflächenamtes Delmenhorst seine Krawatte, Hemd und Rest ablegt und sich stattdessen in eine Latex-Unterbuchse pellt, einen roten Tischtennisball vor die Fressluke schnallt, Nippelklemmen anlegt und sich anschließend für 200 Euro die Stunde mal so richtig amtlich von der Teilzeitherrin Gisela den Arsch im Keller eines Reihenendhauses versohlen lässt. Wiedererkennung? Oder was Mathilde 29 reitet, wenn sie 5 Tage die Woche ehrenamtlich bei der Tafel mitarbeitet und Essen an Obdachlose verteilt, während Martin 35 zufrieden aus seinem Bürofenster auf das hell erleuchtete Frankfurt am Main herabschaut und sich über seinen 6-stelligen Bonus freut, den ihm sein Chef versprochen hat, wenn er bis Monatsende noch ein paar Dutzend Rentner aus ihren Wohnungen heraussaniert. Oder, um endlich mal zum Thema zu kommen, was die doch recht talentierte Band Tombworm dazu bringt, im evangelischen Jugendzentrum Holzwickede die Vorband für Hammerfellas zu geben, einer leidlich erfolgreichen Band aus der Uckermark, die stark von Hammerfall beeinflussten True Metal mit East Coast Hip-Hop kombiniert. Stellt euch das mal vor. Es muss der Hang zum Masochismus sein. Eine gewisse Schmerzfreiheit und der Wille, sich freiwillig Pein und Erniedrigung auszusetzen, ist die Grundvoraussetzung für den Posten als Vorband. Kein Schwein interessiert sich für deine Mucke, du kriegst weder vollen Sound noch Licht, was die wenigen, die dir noch etwas Aufmerksamkeit zu schenken belieben, zum Urteil verleitet, dass eure Combo live einfach Kacke ist. Und wenn es richtig dicke kommt, ist die Hütte zwar rappelvoll, allerdings mit Fans der Hauptband, die einen ziemlich kurzen und dünnen Geduldsfaden haben und gerne mal den geballten Frust eines beschissenen Arbeitstages auf eure Band projizieren. Ganz ehrlich, als Vorband ist man gefickter als eine Blondine beim Gangbang. Ich verbringe sehr viel Zeit im Internet. Vorband sein ist wie sich zum Bezahlen im Supermarkt anstellen, man steht immer an der falschen Kasse. Vorbands sind wie diese kleinen weißen mit Granulat gefüllten Tütchen im Schuhkarton. Man weiß, dass sie zu irgendwas gut sind, aber nicht genau wozu und vermissen würde man sie jetzt auch nicht unbedingt. Wegschmeißen und nicht weiter darüber nachdenken. Die Ignoranz des Auditoriums steht im krassen Gegensatz zum Arbeitsaufwand einer Vorband. Meist muss man sich neben technischer Limitierung mit einer Arbeitsfläche zufrieden geben, die anderweitig höchstens in der Rubrik lebendige Statue in der Einkaufsstraße als Bühne bezeichnet würde und dann auch nur unter Protest. Will man sich nicht gegenseitig permanent Haare und Gitarrenhälse in die Kauleiste rammen, empfiehlt sich das Metal-Musizieren in regungsloser Starre. Und wieder lautet das Urteil der Kundschaft, Scheißband, die machen ja null Show. Nun ist der Zweck einer Vorband das Anheizen des Publikums, damit die Hauptband unter tosendsten Jubel auf ein Publikum losgelassen wird, das bereits den dezenten Odeur von Schweiß, Füßen und feuchter Kutte verbreitet und nach Möglichkeit mittels Gerstensaft sturmreif geflutet wurde. Das freut den Main Act und den Betreiber der Theke, aber leider funktioniert das eher selten, nicht zuletzt wegen der zuvor angeführten Arbeitsbedingungen. Es sei denn, Anheizen steht neuerdings als Synonym für wahlweise Quatschen, draußen noch eine rauchen, Bühnenaktivitäten ignorieren oder mal gucken, ob ich mit meinem vollgepissten Becher den Gitarristen treffe. Da fragt man sich, was der Mumpitz soll. Warum machen sich Bands dermaßen zum Horst? Gut, es gibt natürlich die Abende, an denen es läuft, an denen ein offenes Publikum ebenso offene Ohren aufsperrt und lauscht und guckt und Merchandise kauft und sich vielleicht am nächsten Morgen sogar daran erinnert, wie die Band hieß, von der man im besoffenen Kopf ein Shirt erstanden hat, dessen Beschriftung man ums Verrecken nicht mehr entziffern kann. Merke, Black- und Death-Metal-Bands sollten ihre Bandnamen noch einmal leserlich auf das Schildchen mit den Waschanweisungen drucken,
damit der oder die Trägerin dann später auch weiß, welche Kombo überhaupt beworben wird. Ich spreche da leider aus Erfahrung, aber es war trotzdem ein geiles Konzert, liebe Band XY, bitte meldet euch bei mir. Ist ja nicht so, dass der schlechte Umgang mit Vorbands auf Bosheit des Publikums zurückzuführen ist. Sicher, es gibt jene Figuren, die sich möglichst lautstark unterhalten und demonstrativ den Rücken zur Bühne kehren, aber vielleicht sind die auch nur besonders stolz auf ihre Backpatches und möchten diese den MusikerInnen präsentieren. Zumeist ist es Unbedachtheit und die Freude, bekannte Gesichter wiederzusehen. Da wird halt bei Bier und Kippchen erstmal vor der Tür geschnackt, bis dann endlich die Hauptband loslegt. Warum derweil eine Combo größtenteils unbeachtet, Schweiß, Blut und Tränen, aber vor allem Tränen vergießen muss, sei dahingestellt. Musik aus der Konserve, ein Filmchen oder eine Palme, der man beim Wachsen zugucken kann, wäre oft sinniger. Grausig und grausam hingegen ist die Tendenz einiger Lokalitäten, die Türen für den Einlass erst dann zu öffnen, wenn der Support bereits angefangen hat zu spielen. Wie fies ist das denn bitte? Zumal es ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass tatsächlich einige Leute die beginnende Band sehen wollen, sei es, weil sie im Vorfeld Gutes darüber gehört haben oder echte Fans sind. Die wiederum gehören allerdings meist zu der Sorte Überenthusiasten, die trotz leidlich gefüllten Pit ständig johlen, die paar Umstehenden anpoken und bängen, um zu zeigen, wie fartfähig geil sie die Combo finden. Ständiges Bofist mit den im Verlauf des Gigs immer peinlicher berührten Musikern natürlich inklusive. Diese Sorte Fans ist meist im Entwicklungsstadium Pickelgesicht, steht aus Prinzip nur auf Bands, auf die sonst niemand steht und erzeugt ähnliche Fremdscham wie der schmierige Onkel auf einem Familientreffen, der bevorzugt seine minderjährigste Verwandtschaft auf seinen Schoß buxiert und mit Wert das Echte abfüllt und schlechte anzügliche Witze erzählt, über die selbst am lautesten lacht. Aber da nicht nur ein Arschloch und Widerling erster Kajüte, sondern auch Teil der Familie und nebenher Eigner eines florierenden Unternehmens ist, toleriert ihn die Erbengemeinschaft. Genauso gehören auch die pubertären Vorband-Groupies dazu, bei denen man sich immer fragt, ob sie ein rostiges Abflussrohr geknutscht haben oder ob das wirklich der Versuch eines Bartwuchses sein soll. Ich war früher genauso. Egal, sie gehören zur Familie, auch wenn sich die Bühnenbesatzung massiv fremdschämt. Und wenn sich die Vorband durch ihre halbe Stunde Rockstar-Traum gekämpft hat, bleibt keine Zeit, das erlebte Gebühren sacken zu lassen, denn es heißt zack, zack, alles abbauen und möglichst schnell verschwinden, bevor die wirklich wichtigen Musiker kommen. Bei Trödeln droht als Sanktion verbrannt werden im Backstage. Nein, das Leben als Vorband ist alles andere als glamourös. Umso tragischer, dass nicht wenige Bands für dieses Privileg auch noch bezahlen. Ob das der Weg ist, Metallica oder Iron Maiden abzulösen, sei dahingestellt. Aber für den Willen, sich den Arsch bis zum Nacken hoch aufzureißen, haben sie den Respekt des Publikums verdient. Und wenn ihr meint, kalte Schultern zeigen zu müssen, dann denkt man an die Buddhisten. Sollten die Recht behalten, wird man nach dem Tod je nach seinem Lebenswandel reinkarniert. Deswegen denk demnächst mal lieber darüber nach, ob du dich über den Support-Act lustig machst. Denn wenn du dich wie ein Arsch verhältst, könnte es sein, dass du zur Strafe im nächsten Leben als Vorband wiedergeboren wirst.